Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ash Train. Ich stehe jetzt hier in der Safari-Zone und irgendjemand schreit: Hey! Wenn du da rein willst, dann hör mir zu. Ich bin der Aufpasser von der Safari-Zone. Also, wenn du mir 500 gibst, dann kannst du da rein. Aber nur unter bestimmten Zeit kannst du da rein. Also, du kannst deine Pokémon nicht benutzen. Also, wenn du irgendwas berichtst, dann nehme ich meinen Donner-Revolver und werde dich verbrennen. Ja. Das würde dann 500 kosten. Hier, diese Fahrerwelle. Und wenn die Zeit vorbei ist, dann hole ich dich wieder. Also, tschüss, geh schon, bitte, ja. Pausenhaus direkt vom Eingang. Leute, was muss ich jetzt machen? So viel kann ich auch nicht. Ich habe auch kein Fahrrad. Aber ich kenne doch diese Safari-Zone ein bisschen noch. Oh. Wow, ein Top-Trank oder so. Und ich habe ein... Wow, ist das nochmal ein Top-Trank oder so ähnlich? Das weiß ich nicht. Steht hier, wie viel ich noch laufen kann? Okay, ich habe noch über zwei Drittel. Also unter zwei Drittel jetzt. Kangama? Ist das vielleicht Kangama-Kid? Ja! Kangama! Du! Scheiße, ich kann Englisch, okay, aber wenn Kinder auf Englisch noch ganz doof reden, so ich, Schwamm, du, Gary, ich spreche wie die Tiere, mäßig, dann möchte ich das auch nicht verstehen. Du, Pokémon oder Mensch, mein Name, Tomo, ich, schütze Kangama, was? Meine Mama und Papa sind hier, Mama ist Kangama, ich habe Leute, Mama, Mensch, Mama, ich möchte sehen. Und war das okay. Dann wäre das hier geklärt. Ach, ich bin so gut. Gern geschehen, Kangama. Ihr habt ein Kind weniger. Ich habe noch gar kein Pokémon hier getroffen. Und wo soll ich hier einen Tauros herbekommen? Ich weiß nicht, ob ich das hier bekomme. Oder ob ich hier ein... Es wird eng. Leute, es wird eng. Scheiße. Bin falsch abgegeben. Nein, bin ich nicht. So, trotzdem. Stahlflügel. Protein. Scheiße. Und noch 150 Meter darf ich gehen. X-Spezial. Dann bin ich... Ist das Geheimhaus? Oh! Nee, das ist Team Rocket. Haha! Wir werden hier seltene Dratinis fangen. Wir werden... unter Wasser elektrische Bombe von Team Rocket machen. Um die Wasser-Pokémon hier zu besiegen, dann werden wir Dratini fangen. Also, versuche uns doch aufzuhalten. Wow, du trainierst fleißig, Jessie, ich sehe. Hallo, Lilly. Ja, sehr gut, so macht man das. Und Slam noch, und jetzt aber Slam. Jetzt aber Slam. Yeah. Und jetzt kommt auch noch Smog. Bring ihn um! Ja, so macht man das. Ich habe Team Rocket besiegt. Was? Was? What the? Du wirst niemals wissen, wer hier als letztes lacht. Knirps! Die elektrische Bombe wird hier Tische. Oh, du hast aber eine schöne Animation. Tische zerstören. Nein, wenn diese Bombe explodiert, wenn all diese Pokémon in diesem See... Es ist das legendäre Dragonier. Es wirft die Bombe zurück auf Team Rocket. Es war wieder ein Schuss in den Ofen. Das ist dasselbe Dratini, das ich vor solch Jahren getroffen habe. Du bist so gewachsen. Du hast die Dratini gerettet. Vielen Dank. Nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich habe Drachen-Ding bekommen. Danke. Dank dir war ich, hatte ich die Möglichkeit, mein geliebtes Dragonier wiederzusehen. Ein letztes Mal. Jetzt möchte ich noch mehr. Es möchte irgendwas noch, er möchte noch mehr retten und
Protect. Von anderen Trainern mäßig. Kennt ihr nicht irgendwie? So, 95 Meter kann ich noch gehen. Ich gehe mal da raus. Hallo? Ich bin hier auch beauftragt worden von den Werten. Von den Werten. Von dem Kerl, um auf diese Safari-Zone aufzupassen. Ich bin fast außer mir geworden, als ich merkte, dass hier eine Bombe gleich explodiert. Ich hoffe, alles ist wieder okay geworden und der Kerl wird eine Pistole in meinen Kopf reintun, wenn du mir versprichst, ihm nicht zu erzählen, dass ich geschlafen habe. Dann bekommst du dieses Thema von mir. Ich werde ihm erzählen, dass du geschlafen hast. Du take gerne bei zum Schlafen. Achso, das ist nicht dieses Excel, oder? Ich renne nochmal schnell. Da kann man auch nichts mehr machen, ne? Okay. Let's get back. Bis wieder zurück, okay? Gut. Schauen wir mal, wie es dem Jungen geht hier. Ah. Wir haben uns entschieden, hier mit dem Kagamas zu leben. Mit unserem Jungen auch. Mama ist so glücklich. Tomo hat sich entschieden, mit Mama Kagama und Mama Mensch zu leben. Als Danke für die Hilfe wird Tomo dir was lernen. Ja. Diese Attacke kann nur einmal gelernt werden. Ist das okay? Welches Pokémon will... Substitute. Was ist Substitute? Ich weiß es nicht. Thomas, kannst du das? Ich weiß nicht, was Substitute ist. Guck mal, was es ist. Nee. Ich glaube, das ist fake da. Ich will es nicht lernen. Ich bin so glücklich, dass ich mit meinem Sohn wieder da bin. Kangama, Kangama. Nido. Fuxania ist ja auch Trainerin. So. Sieht ja toll aus hier. Alles so Arena. Safari zu mich. Oh, da sind ganz viele Leute und sind da drin und ich gehe wieder raus. Ich habe Angst. Es sind so viele Leute. Das haben sie ein bisschen umdekoriert, kann das sein? Geh mal. Hallo, möchtest du irgendwas? Ja, ich möchte irgendwas. 7. Und nicht ein weniger. Was gibt es so wenig? Ich dachte, wir sind jetzt beim 6. Orden. Wo ist die Arena? Ich war doch auch hier. Ich bin doch nicht doof. Ist doch keine Arena hier. Oh, ich bin der... Attackenverlerner oder so. Ich werde in die Safari-Zone gehen und ein Ranger werden, wenn ich größer bin. Asche, toll. Diese jungen Kinder mit ihren Träumen. Ja, und hier haben dieses Haus des Wärters. Wärter, ich weiß es. Ich habe vergessen das Wort, weil ich immer Wagner lese und dann bin ich sehr verwirrt. Gibst du mir eine Angel? Ja. Danke. Ich liebe Angeln. Und ich liebe Fischen. Und ich habe eine Angel bekommen. Eine gute oder... Entweder... Ja, entweder ist es eine Profi-Angel oder eine Super-Angel. Ich will schwimmen. Ui. Und es ist langweilig. Ich gehe wieder zurück. Ich möchte die Arena hier finden. Alter, wo ist die Arena? Wow. Ich sehe bis jetzt keine Arena und ich renne, obwohl ich das gar nicht darf. Ui. Und ich komme nicht mal raus. Doch, ich komme raus. Ich komme raus. Und ich werfe. Also scheint hier nicht so zu sein, dass ich hier irgendwie eine Arena finde. Ich gehe hier mal weiter. Und Shani ist eine Arena. Das Koga. Entschuldigung. Die Brücke ist noch nicht fertig. Nur der Fahrradweg ist fertig. Wenn du kein Fahrrad hast, dann kannst du ja auch nicht rein.
Jetzt gibt's hier einen Fahrradverleih. Ein Fahrradverleih. Verkaufst du Fahrräder? Nein? Ja, ich kann keine Safari-Bälle kaufen. Doch, ich kann es mir cheaten. Wah, wah, wah. Kann ich hier Link mit alle zusammen eingeben? Nein, kann ich nicht. Ich muss mal den Häusern ein bisschen rumfragen. Hallo, Mutter. Hast du schon eine Stadt besucht? Es ist eine industrielle Stadt, aber ich bevorzuge mehr. Fuxania finde ich besser. Hallo, Opa. Hast du schon mal einen Stein auf Pokémon geworfen? Es ist eine gute Strategie, wenn du in der Safari-Zone bist, Steine auf Pokémon zu werfen. Das ist aber eine tolle Strategie, finde ich auch. Voll lustig und so. Da war noch ein Haus, wo ich so viel Angst hatte vor ganz vielen Menschen. Die Menschen. Alles aus. Das haben wir schon in dieser Stadt hier, ne? Hier. Und den Zertrümmer finde ich nicht in der Safari-Zone, oder? Warum nur? Ach, ist das das Haus? Ja. So, zwei seltsame Gestalten haben den Zaun in der Safari-Zone kaputt gemacht. Wenn der Wärter das herausfindet, werden sie würde die Köpfe ineinander stecken von denen. Irgendwie so ähnlich. Der Wärter hat eine Strategie, aber sie scheint zu wirken. Seine Taktik mit, sonst bringe ich dich nieder. Der Wärter verlässt niemals seinen Posten. Er passt immer auf, dass nichts mehr geschieht. Leute, ich weiß nicht, was ich tun soll. Schenkst du mir ein Fahrrad? Was ist denn mit Safari-Zone, Leute? Ich weiß es nicht. Banky. Also. Ich komme nicht weiter. Steht fest. Ich geh mal zurück hier. Schnell rennen. Von da jetzt rein. Nein, kann ich nicht. Natürlich kann ich das nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Tut mir leid. Ich muss mich irgendwie informieren. Und trotzdem auf blind bleiben. Hm. Unten geht's noch weiter. Habe ich gerade bemerkt. Vielleicht gibt's da was. Nein, gibt's nichts. Dann finde ich jetzt nichts hier. Ich kann noch mal im Markt hier drin schauen. Oder im Pokémon Center. Hast du schon X? Nein, habe ich nicht. Ich hasse dieses X-Teil, die benutze ich nie. Was ist im Center? Verkaufst du Fahrräder? Nein. Verkaufst du Fahrräder? Ich will nach Sunny Town. Ja, es würde glücklicher, wenn ich es wieder in die Wildnis zurückschicke. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ich nicht. Nein. Wo soll ich hingehen, Leute? Ich weiß es nicht. Wieder zurück in die Safari-Zone? Oder woanders hin? Und ich habe kein Fahrrad oder so. Die Hälfte eines Pokéballs. Ach so, ja, verstehe. Heimtracker, benutzt du mir hin? Ach, ich liebe das. Das finde ich lustig. Wann habe ich den Koga getroffen? Geh nochmal rein. Schnell, stecken. Entschuldigung. Leute, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich informiere mich und im nächsten Part geht's weiter.
Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.